Die Geschichte geht so. Zwei Franzosen haben 15 Jahre lang an einer Idee getüftelt, um Windsurfing und Kiting zu verbinden. Sie waren erfolgreich und das Endprodukt können wir täglich an unseren Stränden bestaunen. Kitesurfing ist heute ein bekannter Begriff in Deutschland, Europa und der ganzen Welt. Eingegliedert in die German Kite Surfing Association, Kitesurfing gewinnt täglich neue Anhänger, die begeistert ihr Board zum Beach tragen. Der Sport ist eine natürliche Weiterentwicklung der extrem wind-powered Sportarten. Durch eine Verbindung der Elemente von Windsurfing und Wakeboarding, ein Flügel ähnlich dem Paraglider, sowie ein Board vermitteln dem Kitesurfer spannende Erlebnisse vom Fliegen, Racing oder Gleiten und ermöglichen viele fantastische Manöver, die den Herzschlag eines interessierten Zuschauers um 30% höher schlagen lassen. Kitesurfen ist ein sehr junger Sport und vereint viele Komponenten von anderen Extremsportarten. Die elementare Natur des Kitesurfing erlaubt dem Surfer, seinen oder ihren persönlichen Fahrstil zu entwickeln. Einen individuellen Stil, der an keine kite-spezifischen Regeln gebunden ist. Das heißt, Individualität ist King. Wir können die anregenden und aufheiternden Kitesurfing-Aktionen seit 1997 an unseren Stränden bestaunen und genießen. Wenn der Wind einsetzt, füllen sich die Wasseroberflächen mit farbenfreudigen Segeln, lebhaften Treiben und fantastischen Manövern. Zum Kitesurfen brauchst du ein Canopy oder Segel, eine Kitebar mit 4 bis 5 Leinen, ein Harness, ein Board, ein Nass- oder Trockenanzug für kaltes Wetter und natürlich Wind. Ähnlich wie mit anderen Sportarten braucht es Zeit und fachmännische Anleitung, Kiting zu erlernen. Es ist jedoch erstaunlich einfach zu beginnen und nach den ersten Schritten wirst du sehr schnell ein Gefühl für diesen Sport entwickeln, deine Geschicklichkeit verbessern und Fortschritte machen. Natürlich verlangt Kitesurfing körperliche Anstrengung und du musst schon das Sofa verlassen, um hier mitzumischen. Wenn du jedoch einigermaßen körperlich fit bist, ist das Navigieren eines Kites gleichzusetzen mit einer unteren bis mittleren körperlichen Aktivität. Kitesurfing ist eine Mischung von Surfing, Windsurfing, Wakeboarding und Kiting, wobei der Kitesurfer sein Gerät navigiert, um Fun auf dem Wasser zu haben. Beginnend mit einfachen Kontrollmanövern bis hin zu extremen Jump-Tricks, Kitesurfing ist ein anregendes Spiel, dirigiert durch Geschicklichkeit, Material, Wasser und Wind. Nach ein paar einleitenden Instruktionen beginnst du mit dem Live-Kitesurfen, indem du mit dem Rücken auf der Wasseroberfläche liegst. Das Board liegt vor dir auf dem Wasser und deine Füße stecken in den Bordschlauch. Das Segel schwebt senkrecht über dir in der Luft. Von dieser Ausgangsposition navigierst du das Segel in die Powerzone. Dieses Manöver wird dich aus dem Wasser und aufs Board ziehen und ab geht die Post. Und dann fängt der Spaß erst richtig an. Power.
Wunderbare am Kitesurfing ist die bestechende Einfachheit. Alles, was du brauchst, ist ein Kite, ein Board und Wind. Von hier an, the sky is the limit.